Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, dass ich Ihnen heute meine zweite Bachelorarbeit vorstellen darf mit dem Titel Nutzerakzeptanz von mobilen Augmented Reality Anwendungen. In der nächsten Viertelstunde hören wir kurz die Definition Augmented Reality. Ich stelle Ihnen die Ausgangssituation vor mit der Problemstellung, erkläre Ihnen die Forschungsfrage, die verwendete Forschungsmethode und zu guter Letzt das Ergebnis. Starten wir mit der Definition. Man kann Augmented Reality ganz einfach ins Deutsche übersetzen als angereicherte Realität. Es gibt von verschiedenen Autoren verschiedene Definitionen. Zum Beispiel Mähler, Bicher und Steiger sagen, Augmented Reality ist einfach angereicherte Realität mit computergenerierten Zusatzobjekten. Craig sagt, es ist ein technologieunterstütztes Medium, das Ideen zwischen Menschen und Computern vermittelt. Und die bekannteste ist natürlich vom Ronald T. Azuma, der sagt, dass Augmented Reality ist ein System mit drei Charakteristika. Erstens, es kombiniert die reale und die virtuelle Welt, ist in Echtzeit interaktiv und in 3D. Mir persönlich gefällt die letzte Aussage am besten, in der heißt es, people read a book, they watch a movie, they listen to music and the way people interact with augmented reality is to experience it. Also man erlebt es. Zum leichteren Verständnis wurde das Reality-Virtuality-Continuum von Milgram entwickelt. Da kann man ganz leicht erkennen, auf der einen Seite, auf der links befinden wir uns in der Realität, auf der anderen Seite in der virtuellen Realität, also Virtual Reality, alles dazwischen ist die gemischte Realität. Augmented Reality, also die angereicherte Realität, kann man eher in der Sparte von der Realität einordnen, weil quasi nur die Realität angereichert wird. Sobald jetzt Augmented Reality mit mobilen Endgeräten benutzt wird, spricht man von MAR, also mobilen Augmented Reality. Diese kann man prinzipiell in zwei Gruppen einteilen, in die Vision-Based MAR, also die Kamera wird genutzt, um Marker in der Realität erkennen zu können, und es gibt noch die Location-Aware MAR, also da werden quasi die GPS-Daten benutzt, um den Standort zu lokalisieren. Kommen wir zur Ausgangssituation. In der Grafik sieht man, dass im Jahr 2012 auf 2013 der Endkundenabsatz von Smartphones weltweit um 40% gestiegen ist. Im darauffolgenden Jahr 2013 auf 2014 immerhin noch um 28%. Smartphones sind üblicherweise ausgestattet mit einem leistungsfähigen Display, Videokamera, schnellen Prozessoren, Initialsensoren, magnetischen Sensoren und bieten daher eine sehr gute Plattform für mobiles Augmented Reality. Dadurch, dass jetzt dann auch der breiten Bevölkerung mehr MAR-fähige Geräte zur Verfügung stellen, erhöht sich natürlich auch der Absatzmarkt von mobilen Augmented Reality Anwendungen. Hier sehen wir den Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies. Da wird Augmented Reality momentan eingeordnet im Tal der Enttäuschung und in circa 5 bis 10 Jahren wird vorhergesagt, dass das Plateau der Produktivität erreicht wird. Was sehen wir noch? Wir sehen noch, dass zum Beispiel Juniper Research, es ist auch ein Marktforschungsunternehmen, schätzt den Umsatz für mobiles Augmented Reality im Jahr 2015 auf bis zu 1,2 Billionen Euro. Es werden hohe Investitionen von namhaften Firmen getätigt. Google investiert zum Beispiel im Oktober 2014 über 500 Millionen Euro in das AR-Startup-Unternehmen Magic Leap. Microsoft entwickelt oder hat entwickelt im Geheimen die Microsoft HoloLens und Apple hat erst vor kurzem das Augmented Reality-Unternehmen Metallo gekauft in Deutschland. Die komplette Ausgangssituation kann man jetzt wie folgt zusammenfassen. Es ist ein stetiger Anstieg von verkauften Smartphones weltweit. Die Smartphones bilden eine geeignete Plattform für AR. Es werden hohe Investitionen von namhaften Firmen getätigt und namhafte Marktforschungsinstitute prognostizieren eine hohe Relevanz. All das ist zwar interessant, aber es fehlt leider immer noch die Akzeptanz durch den Nutzer. Daher hat sich meine Forschungsfrage wie folgt zusammengesetzt: Wie kann die Nutzerakzeptanz von mobilen Augmented Reality Systemen verbessert werden?
Ziel der Arbeit war es ganz einfach, Handlungsempfehlungen für Hersteller von MAE-Applikationen geben zu können. Zuallererst würde ich nur kurz gern den Begriff Akzeptanz definieren. Für Akzeptanz ist quasi ein, im Gegensatz zu Toleranz, ein aktives Verhalten notwendig. Wilhelm definiert es so, die Akzeptanz eines Nutzers gegenüber einer IT-Anwendung ist ein Zustand und drückt sich durch die Annahme und Verwendung eben dieser Anwendung aus. Um diese Akzeptanz von mobilen Augmented Reality auch erforschen zu können, habe ich mich mit verschiedenen Akzeptanzmodellen beschäftigt. Zuerst mit dem Technologieakzeptanzmodell, dem TAM, den Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies und zu guter Letzt den Technology Adoption Lifecycle. Meine Forschungsmethode waren leitfadengestützte Interviews mit 6 Personen aus dem Technology Adoption Lifecycle. Ich habe die 6 Personen einfach 2 MAR-Apps testen lassen, wobei jede App die Kategorien vom Anfang widerspiegelt. Einmal die Vision-Based Augmented Reality App und einmal eine Location-Aware Augmented Reality App. Dabei wurde die Methode des Thinking Aloud angewendet, das heißt, die Probanden haben einfach ihre Eindrücke und Ideen oder Gedanken laut mitgesprochen. Das wurde von mir aufgenommen, transkribiert und danach mit einer Inhaltsanalyse analysiert. Die Interviewteilnehmer bestanden aus einer Dame und 5 Herren im Alter zwischen 23 und 43 Jahren, wobei von der Ausbildung her starten wir mit dem Abschluss der Pflichtschule bis zum Abschluss eines Masterstudiums. Die Betriebssysteme mit iOS und Android sind gleichermaßen vertreten gewesen. Kommen wir schon zum Ergebnis, mit zur ersten Handlungsempfehlung. Und zwar, es wird empfohlen, quasi die Marketingaktivitäten zu steigern. Augmented Reality ist für viele einfach noch kein Begriff. Die können nichts, also die Probanden haben teilweise nichts damit anfangen können. Und einfach, wenn man Marketingaktivitäten steigert, führt das zu einem erhöhten Interesse und so zu einem Anstieg der Verwendung. Die zweite Handlungsempfehlung wäre, quasi eine angemessene Präsentation innerhalb des App Stores zu beachten. Was versteht man unter angemessener Präsentation? Ein ansprechendes Logo, genügend Screenshots, eine Anleitung und eine Vermittlung des Mehrwerts. Sobald die App im App Store nicht wirklich ansprechend ausschaut, wird sie von den Usern nicht runtergeladen. Wenn man sich hier nichts vorstellen kann und sich keinen Nutzen erhofft, wird man das nicht benutzen. Zur dritten Handlungsempfehlung, es wäre ratsam, eine gratis Testversion zur Verfügung zu stellen, eben dadurch, dass die Hemmschwelle sinkt, wenn man nichts dafür bezahlt, das einmal testen zu können. Sobald man dafür Geld ausgeben muss, ist es bei vielen Probanden schon mit mehr Überlegungen verbunden, wenn man eben nicht weiß, macht mir die App Spaß, kann ich mir davor einen Nutzen erhoffen, und mit der gratis Testversion ist es einfach einfacher und hat eben, kostet nicht so viel Überwindung, sagen wir so. Da Augmented Reality quasi eine neue Art der Interaktion ist und für viele nicht so gewohnt und neue Handlungen erzwingt, ist es ratsam, durch Anleitungen zu unterstützen, damit die User einfach nicht im Regen gelassen, also im Stehen gelassen werden und nicht verzweifeln. Weil teilweise braucht man schon irgendwie eine neue Art der, man muss halt schon neu interagieren mit der App. Was auch sehr wichtig war, das war für alle Probanden ein großes Thema, war die Privatsphäre. Sobald die Interviewten nicht wussten, wofür sie ihre Daten hergeben, wurde die App nicht benutzt. Also für Location-Aware Augmented Reality-Anwendungen braucht man die Standortdaten, und wenn man vorher einfach nicht Bescheid gibt, wofür die Standortdaten verwendet werden, wobei der User gar nicht weiß, was tut die App jetzt mit den Standortdaten, dann wird einfach die Erlaubnis nicht erteilt, darauf zugreifen zu dürfen. Wenn man das aber schon im Vorhinein kommuniziert und sagt, hören Sie, ich brauche jetzt die Standortdaten für diese und diese Anwendung und ich würde sie gerne verwenden, steigt natürlich die Bereitschaft, diese auch herzugeben. Auch ganz wichtig ist die Vermittlung eines Mehrwerts. Der Mehrwert ist immer kontextabhängig und unterscheidet sich von den verschiedenen Personen. Für eine Person ist es am Mehrwert einfach ein Zeitersparnis, für die andere Person ist es ein Kostenersparnis und für die dritte Person ist es einfach reine Unterhaltung.
Wichtig ist, dass sich der Nutzer einen Mehrwert erhoffen kann, also nicht, dass er Zeit oder Kosten verschwendet. Benutzerzentriertes Design. Sobald der Nutzer bereits in der Entwicklung der MI-App einbezogen wird, ist es natürlich nachher leichter, damit zu interagieren. Also man sollte wirklich schon den Nutzer bei der Entwicklung einbeziehen. Und zu guter Letzt, es ist auf ein adäquates Datenqualitätsmanagement zu achten. Obsolete oder alte Daten führen natürlich zu falschen Ergebnissen. Und das ist immer ärgerlich, wenn man jetzt mit einer Location-Aware Augmented Reality App sich im Tourismus zu einem Restaurant führen lässt und man stellt fest, das Restaurant hat seit 5 Jahren geschlossen. Man wird es vielleicht noch 3-4 Mal versuchen. Beim 3. Mal ist es vorbei und dann sucht man sich die Informationen von woanders. Ich hoffe, ich konnte das Thema kurz näher bringen. Ich habe mich schnell und kurz daran gehalten und wäre jetzt für Fragen bereit, wenn es solche gibt. Sehr gut. Dankeschön. Viele neue Technologien setzen Sie durch, wenn es einmal in der sogenannten Killer-Applikation gibt. Also wirklich was Tolles, was alle benutzen. Zeichnen Sie da irgendwas ab in dem Bereich, was das sein könnte? Momentan tue ich mich ein bisschen schwer, solche Prognosen zu erstellen. Es gibt für jede Anwendung irgendwie eine eigene App. Und es gibt bekannte Apps, sind jetzt für die breite Bevölkerung jetzt die IKEA-App oder die Lego-App, aber da wird auch viel zu wenig betrieben. Prinzipiell finde ich die Paper-Based Augmented Reality, also wo ich zum Beispiel zusätzliche Informationen zu einem normalen Buch oder einem normalen Zettel aufbereiten kann, finde ich irrsinnig interessant und das wäre auch für die Bildung total förderhaft, weil man dadurch zum Beispiel einen Herzschlag oder in der Anatomie, wir haben Anatomie-Apps getestet. Das macht natürlich ganz einen Unterschied, wenn da jetzt ein Herz rauskommt und anfängt zu schlagen, als wenn man das jetzt einfach nur liest oder ein Bild sieht. Also ich sehe da schon große Chancen, aber momentan kann ich nichts sagen, was da jetzt wirklich... Oder gibt es das überhaupt noch nicht, was ich meine? Das wäre es. Während dem Interview hat ein Teilnehmer gesagt, das hat mich persönlich sehr gut gefallen, wenn ich mit meinen Händen jetzt zum Beispiel auf irgendwelche Gegenstände drüber also zeigen könnte, also es gibt teilweise schon mit dem Amazon Fire, aber jetzt auf Tiere zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man ist jetzt interessiert an Vögeln oder an Tieren und man zeigt mit der Handykamera über einen Vogel, dann sieht man automatisch vielleicht, was ist das für eine Art von Vogel oder wo kommt der vor, also zusätzliche Informationen zur Realität. Das gibt es aber momentan noch nicht und ich weiß natürlich, wie schwer das ist umzusetzen, aber das wäre für mich auch sehr, sehr interessant. Also, ja. Ich habe noch was, nachdem Sie voriges Jahr so einen guten Startpunkt geliefert haben mit Ihren Bachelorarbeiten, jetzt starten wir gerade eine neue Masterarbeit, beginnt erst im Herbst, wo wir uns anschauen wollen, Augmented Reality in Bibliotheken. Um mal einen Überblick zu kriegen, ich weiß, da gibt es ein paar Aktivitäten in Deutschland, und ich dachte, das wäre doch spannend für uns mal zu untersuchen und einen Überblick zu kriegen. Wenn man sozusagen ihre Ideen da anschaut, hätten wir sozusagen in einem geschlossenen Kreis, wenn man so sagt, okay, bei uns an der FH, in unserer Bibliothek, Apps anzubieten oder zu entwickeln mit speziellen Funktionalitäten, hätten wir da sozusagen einen besseren Hebel, um eben die Akzeptanz zu erhöhen oder sagen, okay, das soll sich jetzt jeder installieren und wenn er halt sozusagen bei uns die Bibliothek benutzt, ich lege es. Das kombiniert mit dem Abholen des Bibliotheksausweises, kriegt er gleich den Hinweis auf die und die Mobile Augmented Reality Apps für jeden, hätten wir da einfach eine bessere Chance, um hier sozusagen die Verwendung solcher Apps zu pushen? Ich glaube schon, weil gerade Studierende sind Zielgruppe, die das natürlich auch per Mundpropaganda immer schnell weiter verbreiten. Also wenn es da jetzt eine spannende App gibt, gerade in der Bibliothek, kann ich mir vorstellen, dass viele spannende Anwendungsfälle vorhanden sein könnten. Mit den Paper-Based Augmented Reality, das ist eigentlich relativ einfach umzusetzen. Mhm. Da braucht man einfach, also ich meine, das im Privaten angeschaut, das sollte eigentlich kein Problem sein. Also ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Ja, gerade die Variante, die auch für Bibliothek dann vielleicht ganz gut funktionieren könnte. Also man kann einfach
Das reicht, wenn man einfach, das ist quasi das Blatt Papier, ist dann quasi der Marker, und wenn man dann mit der App drüber geht, kommt man dann zu den Informationen. Also da können jetzt Videos rauskommen oder eben 3D-Modelle, kommt darauf an, wie viel Zeit man investiert hat. Und gerade in der Bibliothek ist das natürlich das A und O, also sicher spannend und interessant. Ja. Kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ja. Ganz herzlichen Dank. Danke.